Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal und auch wahrscheinlich leider zu dem vorerst zumindest ersten Seven Wars Wild Video auf diesem Kanal. Es freut mich sehr, dass ihr so aktiv am Start wart. Ich freue mich sehr, wir werden uns Arctic Survivor aller wahrscheinlich nach von Otto zusammen oder Arctic Warrior, ich glaube es heißt Arctic Warrior, zusammen ansehen, worauf ich mich sehr, sehr doll freue. Aber von now on erstmal das allerletzte Interview, was wir noch übrig haben, natürlich von Knossi und auch das, worauf ich mich am meisten logischerweise gefreut habe. Wobei ich sagen muss, dass alle wirklich super interessant waren und jeder einfach unfassbar sympathisch nochmal rübergekommen ist. Die waren sowieso, sind mir alle schon ans Herz gewachsen. Aber in den Interviews war es irgendwie richtig schön, die nochmal da so über die ganze Erfahrung reden zu hören. Und war das ein deutscher Satz? Ich glaube schon. Auf jeden Fall, jetzt haben wir Knossi. Ich denke, das wird das unterhaltsamste Interview sein von allen. Und ich freue mich einfach drauf. Video der siebenteiligen Interviewserie mit den Teilnehmern von Seven vs. Wild Staffel 2. Viel Spaß mit dem Interview von Knossi. Das hier ist übrigens die wirklich letzte Folge von Behind the Scenes. Mhm. Wenn ihr aber immer noch nicht genug von Seven vs. Wild Staffel 2 haben solltet, checkt den ersten Link in der Videobeschreibung und Ricos Fotobücher aus. Viel Spaß damit. True, ich habe mir die Sachen bestellt. Wir können rein theoretisch, wenn die ankommen, die sind noch nicht angekommen. Dazu wollte ich noch so ein kleines Unboxing machen. Das wird dann das letzte Seven vs. Wild Video sein. Viel Spaß damit. Freue ich mich echt drauf. Malibu Orange. We are back in the game. Wir sind wieder da. Frisch. Zweimal geduscht. Zweimal. Also eingeseift. Und da kam Dreck raus, gell? Schatz, kam da Dreck raus. Boah, oh, das glaube ich auch. Hat rausgeduscht. Junge, das glaube ich. Zweimal geduscht gleich. Komm, noch. Krass. Ey, das war unfassbar. Weißt du, wie ich mir jetzt fühle? Fingernägel? Nicht ganz sauber. Aber gut sieht er aus wieder. Richtig, ja, richtiger Unterschied, ne? Ganz, ganz krass, wie gut er aussieht wieder. Aber geworden. Aber das mit der Zeit wird wahrscheinlich krass gehen, ne? Geil, es ist unglaublich jetzt. Man hat es geschafft. Man ist hier. Es ist unfassbar. Wie hast du dich auf deine Teilnahme von Seven vs. Wild Staffel 2 vorbereitet? Ja, ich habe mich auf die Teilnahme vorbereitet, insofern, dass ich halt ein paar Trainings gemacht habe mit Survival Martin, der letztes Jahr in Schweden eine Woche überstanden hat. Tropische Gefilde konnten wir jetzt nicht wirklich machen. Ich war in so einer Auffangstation mal die Tiere kennenlernen. Sowas habe ich gemacht, krass, wie man mit den Sachen nicht umgeht. Mit einem Feuerstahl, mit meinen Gegenständen halt, wie ich es aufhänge, wie ich es mache. Wir hatten noch andere Pläne mit so einem Tab. Gott sei Dank, ich sage es ja an der Stelle, Martin, das wäre da nicht gegangen. Gott sei Dank ist das schiefgegangen. Ich wäre am Arsch gewesen. Da war nicht einfach an meinem Spot hier, häng doch da mal ein bisschen was hin. Das war alles lebensgefährlich. Über mir Kokosnüsse. Ich habe teilweise das 3 Meter von mir, bumm. Und ich dachte, ich wirklich hätte mich erwischen können. Also ich war, das war meine Vorbereitung. Und mental. Wirklich mental. Willenskraft. Das ist jetzt schon das beste Interview vom Unterhaltungsfaktor. Ich sag's, wie es ist. Ich habe immer Willenskraft, Willenskraft, Willenskraft. Wenn du was willst, komm. Umso krasser, dass du es ohne explizite Vorbereitung durchgezogen hast. Eine weitere Sache, auf die sich keiner von euch vorbereiten konnte, war der extremere Drop-Off. Wie war der Tag für dich? Ich bin gestorben. Ja, ist er wirklich. Ich hoffe, er erzählt's. In meinem Leben das erste Mal. Ja. Ich soll vom Helikopter springen. Pass auf, wir kommen hin an diesen Airport, landen da. Auf einmal stehen da 3 Helis. Ich denke mir, das kann nicht dein Ernst sein. Wirklich. Dann rein in den Heli und ich denke schon, das ist alles hier ganz komisch. Die 3 Helis fliegen nebeneinander, wie gestört. Und du denkst, wenn sich jetzt der eine nur die Geräusche, du sitzt da drin, wenn die sich nicht unter Kontrolle haben. Ich liebe es, wie Knossi so Stories erzählt. Man ist einfach drin. Man hat es kann das Langweiligste der Welt rein theoretisch erzählt werden von ihm und man sitzt so an seinen Lippen und möchte mehr wissen. Einfach, das ist krass. Der hat ja keine Augen hinten, der andere. Wenn der eine nur ein bisschen fährt, dann ist schon mal alles vorbei. Dann heißt es, Joris springt zuerst. Jovan, Junge. Mich da drauf. Einfach wir Jovan. Kommen irgendwann auf einmal heißt es, nee, Knossi, du springst zuerst. Hab mich vertan. True, stimmt. Ich denk, was? Stimmt. Ich gucke aus der Höhe und denke mir wirklich, weil er noch ein Boot war. Wirklich ein Dreck dagegen. Ich stehe davor, aber bin dann einfach zielgerecht. Hab Fritz angeguckt. Otto macht so bei mir. Nova so. Ich, komm. Man hat ihm nicht angemerkt, dass es so hart war für ihn beim Rausspringen zumindest. So, das war der Moment, Schatz, da haben wir immer gedacht, weißt du, wie ich so vorgespielt habe, wenn wirklich Helikopter ist. Und da hat sie immer Mitleid gehabt, so, oh nein, schlimm. Und dann komme ich, es war unfassbar. Ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen, ich habe es echt so ein bisschen gerade nachgefühlt und ich wüsste nicht, Mann, das ist zu heavy. Unter Wasser, bis ich wieder hochgekommen, in voller Montur. Ich habe meine Safari-Mütze da drunter, noch die Regenkappe drüber, wichtig, alles zu. Wichtig, weil ich dachte irgendwie, das ist wahrscheinlich richtig. Alle meinten, ja, Fritz meint es sehr gut, sehr gut. Ich komme, bis ich wieder oben war, überhaupt erstmal realisiert habe, was hier abgeht. Dann das Zeichen geben, alles ist okay. Mhm. Ich sehe, die Helikopter kreisen weiter. Ich denke mir, gut, alles klar, die sehen mich. Dann merke ich diese Gewalt des Ozeans. Ich habe sowas hab ich noch nie erlebt. Seitdem, ich habe auch echt Probleme gehabt, dann nochmal irgendwie ins Meer wirklich reinzugehen. Das war. Das glaube ich ihm.
Und dann schwimme ich, geht nicht. Ich schluck Wasser, es geht nicht. Wieder eine Welle, die mich trifft. Es geht nicht. Das war echt traumatisierend, glaube ich. Ich habe teilweise echt aufgegeben. Ich habe das noch nie gehabt, dass mein Leben an mir vorbeigezogen ist. Das war das erste Mal, dass ich gedacht habe, okay, jetzt geht's zu Ende. Der Weg war aussichtslos. Es war so weit. Krass. Ihr habt es doch selbst gesehen. Es war bei Knossi war es ja actually weiter. Unter Wasser, ich hatte eine GoPro, es war mir alles scheißegal. Ich musste irgendwie in diesen Kleidern, habe ich mich so ausgeruht, habe gemerkt, geht nicht, wieder vorwärts. Und dann kann ich mich nicht mehr erinnern, wie ich ausgestiegen bin aus dem Strand. Ich kann mich einfach nicht erinnern. Ich weiß krass, nicht. Aber er hat es geschafft. Ich weiß nur, dass ich echt einmal so Nahtoderfahrung hatte. Das war das erste Mal. Es ist echt krass eigentlich, ne? Das war echt heftig. Ihr denkt, ich erzähl Scheiße, aber es war echt heftig. Hm. Ja, was habt ihr? Ich weiß noch, wie er die erste Folge da wirklich halb bewusstlos am Strand lag bei dieser Palme. Ihr denn von oben gedacht, als ihr mich gesehen habt? Wir müssen dich retten. Es war wirklich, ich war wirklich tot einmal. Ich habe an mein Kind gedacht, ich habe an die Familie gedacht, das wird alles gut. Du hast viel erlebt, du hinterlässt hier gute Dinge, alles wird gut. Dann ist es jetzt so. Das habe ich echt gedacht. Krass. Dachte, dann sollst du sein. Dann ist es halt in der Show. Du warst doch wirklich krank. Dann komme ich an der Insel. Ich weiß nicht... Dave wollte die nächste Frage stellen, aber nee. Dave, du darfst die nächste Frage nicht stellen, wenn Knossi noch nicht zu Ende erzählt hat. Wie? Ich erinnere mich noch, dass ich irgendwie liege. Dann gucke ich so. Es hat alles so viel Kraft gekostet. Weißt du, wie ich fertig war? Auch die ganze Woche über hat sich ein Muskelkater in mir gezogen. Ein unfassbarer Muskelkater von dieser Überanstrengung. Ich bin ja kein sportlicher Typ. Ich habe keinen Sport gemacht oder sowas. Wenn Sascha das passiert, ist wahrscheinlich kein Problem. Der merkt nichts. Aber ich war fertig. Und dann weiß ich noch, wie ich mich irgendwie zu einem Felsen ziehe, zu einem Baum und jedes Mal bestimmt gefühlt, ich weiß nicht, ob es so war, eine halbe Stunde erstmal liege. Einfach fertig. Und dann sehe ich irgendwo meinen roten Sack. Und das waren vielleicht 2 Meter oder so. Und habe mich lange überwinden müssen, auch darüber zu krabbeln. Crazy. Es war wirklich brutal. Also ich habe gar keinen Bock mehr auf Heliflug über Las Vegas oder so eine Scheiße. Das kannst du ja gleich abschminken. Ich bin immer wieder untergegangen. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Und immer wieder Salzwasser. Immer wieder Salzwasser. Und dann habe ich noch kurz zur Überlegung gehabt. Das weiß ich noch. Schmeiß die Schuhe ab. Dann denke ich mir aber, wie willst du ohne Schuhe hier weitermachen? So, bringt das überhaupt was? Und dann weiter. Boah, Alter, ey, das war, dass man das mal erlebt. Also. Ich finde krass, dass er nicht mehr weiß, wie er vom Wasser auf die Insel gekommen ist. Aber danach, sage ich dir ehrlich auch, den Tag drauf dachte ich, es ist dieser Far Cry 3 Moment. Flugzeug an Land gespült werden. Es ist genau dieser Moment. Ne? Weißt du, was ich meine? Dieser Tom Hanks Moment. Du bist fix und fertig, landest an einem Strand. Irgendwie hat es dann auch wieder was gehabt. Ne? Und ich wusste ja, ich bin unter kontrollierter Situation. Es kann mir eigentlich nichts passieren. Na, da springen ja ein paar Leute. Hätte schon einiges schief gehen können, so sage ich mal. Aber trotzdem, ja. Trotzdem. Alter, was dein Kopf dir sagt, war krass. Kannst du uns noch mal kurz erzählen, wie es am Morgen des Aussetztages dazu gekommen ist, dass Sascha und du um 10.000 Euro gewettet haben? Wir saßen morgens. Spontane Idee von Knossi. Letzte Frühstück, Henkersmahlzeit. Und ich denke mir, das Geilste war, ich extra noch an der Tankstelle angehalten in Deutschland, schön alles gekauft, was es gibt, ne? Bifirol, Carazza, Snickers, ich die Tüte, aber hat jemand Bock? Nein. Auch später noch, als wir es noch durften, nein. Ich die Tüte, aber selber auch keinen Hunger mehr gehabt. Wir frühstücken schön gemütlich. Und dann sage ich, ey Sascha, wir müssen uns doch hier, ich habe mir eh schon so viel Druck aufgebaut. Ich habe meine Freundin einfliegen lassen. Das war das Smarteste, was er hätte machen können. Eigentlich hätte sie auch die ganze Zeit über hier verbringen können, aber stell dir mal vor, was das mit meinem Kopf macht. Ich denke mir, eine Stunde bin ich bei dir. Wir machen uns einen schönen Abend. Trinken Malibu Orange. Aber hab mir gedacht, nee, der Flug wird annulliert, wenn ich aufgebe. Das war wirklich das Smarteste, was er hätte machen können, ganz ehrlich. Wenn ich Code Yellow mache. So gut. Code Red wäre okay gewesen. Ne? Hätte ich mir irgendwie das Bein abgehackt, dann wäre es okay gewesen. Aber Code Yellow, meine Psyche, dann geht's nicht. Und dann habe ich gedacht, komm. Eigentlich wollte ich mit Trimax wetten, aber irgendwie kein Netz mehr und sowas. Schade. Geld gespart, Max, Geld gespart. Und dann habe ich gesagt, Sascha, komm, 10.000 Euro Wette, wer länger macht. Und Sascha, bis Depper. Sag ich, komm, 10.000 Euro. Und wir haben 10.000 Euro Wette gemacht. Und das war irgendwie was beide krass. Geschafft. Ich habe es dann aber komplett vergessen. Beide haben es geschafft. Erst an Tag 5 ist mir wieder eingefallen, ja, mit Sascha gewettet. Ich habe gar nicht mehr drüber nachgedacht, nix. Sascha hat auch gar nicht mehr drüber nachgedacht. Und an Tag 5 ist mir gekommen und ich wusste aber, das ist eine Wette, die kann nur ich verlieren, maximal. Aber ich dachte, es ist für uns beide gut. Aber ihn hat es sehr beschäftigt. Den ganzen, bis wir abgeflogen, bis 10.000 Euro wert. Ihn hat es richtig, ich glaube, ihn hat es nochmal richtigen Schub gegeben. Ich finde sowas gut. Warum nicht?
Scheiße, da hätte ich mit Trimax 10.000 Euro gewettet. Kommt, ruft, komm mir nicht durch, ist nichts. Oh, schön, Mann. Trimax, ja, ist eine lange Zeit, wirst nicht schaffen. Für den Content mache ich die Wette. Was ist denn das hier? Das war 1:1, das war eine sehr, sehr gute Trimax-Impression. Ich sag's, wie es ist, das war schon sehr gut, Max. Hatte ich nicht bei mir die Geräusche. Weißt du, was ich hatte? Wildschweine. Ja. Aber nicht gesehen. Aber Sounds waren da. Du kommst an und erstmal ist alles gut. An Tag 3 schlägt das Wetter langsam um und die ersten Tropenstürme gehen los. Wie war das für dich? Was denn? Wo denn? Ach du Scheiße, das ist echt ein Wildschwein. Verdammte Scheiße, so sehen die aus. Ich hab den gerufen mit meinem Lockruf. Guck doch, ich hab den wirklich mit meinem Lockruf gerufen. Er macht halt auch weiter, ne? Würde ich vielleicht nicht machen, so weiß nicht. Die kommt jetzt runter. Oh, krass. Die kommt runter, die Wildsau. Digga, okay, krass. Ich weiß nicht, ob die da friendly sind auf der Insel so mäßig, ob die großgezogen wurden da, but I guess not. Was ist denn dann los? Es und. Komm! Der hat den, die Zähne hat er drunter, das ist nicht Pumba aus Dschungelbuch. Ich soll ich ihn mal in den Arm, soll ich mal hochheben? Schatz, ich kann mit Tiere. Der wohnt wahrscheinlich hier, der gehört hier zum Ressort oder was. Die macht, zeigen den. Der hat wahrscheinlich auch einen Namen. Boah, krass, so sehen die sieht aus. Sieht aber schon cool aus, mal so ein Wildschwein zu sehen. Am Lager. Hab ich auch nie geil, gesehen. Geil, geiles Tier aber. Hier sollen wir das Schwein ja, lassen? Ja, wir machen einfach weiter mit dem Schwein im Hintergrund, komm. Okay. Ey, ich habe viel Donner und Blitze in Erinnerung. Es war krass. Tag 3, die ersten beiden dachte ich, wow, das geht alles. Ein paar Probleme gehabt, wo hänge ich die Hängematte auf, um nicht erschlagen zu werden und so. Auch gleich Fehler gemacht, bei der Flut aufgehangen und all diese üblichen Probleme, weil keiner hat hier Ebbe- und Flut-Coaching. Ich habe keine Ahnung. Irgendwann hast du die Gezeiten gecheckt, wann kommt das Wasser, wann nicht. Aber dann auf einmal kommt dieses, ich hab nur noch Himmel geguckt. Ne? Das war meine einzige Aufgabe. Ich hatte kein Dach, kein Nichts. Meine Strategie war, ich schlafe, wann die Insel mich lässt. Das war meine Strategie. Stimmt. Bei Regen war Knossi wach raus, immer. Stimmt. Hängematte trocken lassen. Stimmt. Erst später ist mir gekommen, ich hätte auch die Hängematte einfach abmachen können und dann später und trocknen und später wieder aufhängen. Aber so weit bin ich auch nicht. Irgendwann fehlt dir auch die Kraft und sowas. Und darum bin ich, wenn es geregnet hat, bin ich raus. Blitz und Donner. Dach ist für Kinder. Ich habe ohne Dach, habe ich 7 Nächte da war geschlafen. Schon, war schon und strong. In jedem Moment habe ich gedacht, okay, mein Ziel ist nur noch Himmel beobachten. Und es zieht so schnell auf. Und ich habe immer gedacht, ich liege kurz in der Hängematte und denke, wow, ich sehe gerade Sterne, geil. Geschlafen, gefühlt 10, 15 Minuten wieder. Es sind noch Sterne da. Ich habe nur noch Himmelbeobachtung, war alles, was ich gemacht habe. Krass, wie man sich so, wie der Körper sich auch darauf anpasst. Wenn Gewitter so, von Weitem waren, ich bin Wetterriologe, oder wie heißt das? Wetterfrosch. Ja, das war wirklich so. Ich habe nur geguckt, wie das Wetter kommt. Und dann habe ich danach gelebt. Ja, aber ey, weil ich nichts kann. Ich bin kein Dachdeck. Weil ich nichts kann. Ist auch ein schönes Statement einfach mal. Wo wir die anderen abgeholt haben, ich sehe die ganzen Dinger, dachte ich, krass, ich habe kein Dach gebaut. Ich habe gedacht, ich ziehe ohne durch. Was war in der Zeit dein größtes Problem? Womit hattest du in der gesamten Zeit am meisten zu kämpfen? Die meisten würden jetzt denken, wahrscheinlich Zigaretten, es war gar kein Problem für mich. Es war ehrlich kein Problem für ihn. Weil man so viel mit sich, mit der ganzen Situation kämpft, weil man so mit anderen Sachen... Ich denke, das größte Problem halt obviously Zahnschmerzen und die Wurzel im Fuß. Ohne die beiden Sachen wäre es ja noch mal angenehmer. Und ja, ich würde sagen, das beides vielleicht. Und halt der Regen dann eventuell. Beschäftigt ist. Es sind so Kleinigkeiten, die deinen Tag einfach so die Probleme machen. So, wann trocknest du die Kleider? Vorne ist der Stein. Ich wusste genau, welche Steine zuerst in der Sonne sind, wo ich schnell versuchen kann, Kleider zu trocknen. Richtig trocken ist nichts geworden. Aber du bist so sehr mit solchen Sachen beschäftigt. Dann kommt noch die Challenge, dass du gar nicht an Zigaretten denkst. Das glaube ich ihm auch. Es gab aber Tage, wie Tag 3, ich glaube Tag 3, da habe ich 2 Kippen geraucht, weil die ganze Situation mit dem Wetter und so, meine ich. Es gab auch Tage, da habe ich keine geraucht, es gab Tage, da habe ich nur eine halbe geraucht. Also immer situationsabhängig, aber das war gar nicht, was mir gefehlt hat. Was hat dir gefehlt? Was hat mir gefehlt? Weißt du, was mir nicht gefehlt hat? Mein Handy. Das hat mich so erstaunt. Das hat mir nicht gefehlt. Mir das war, meinte er, war Urlaub für ihn, war Urlaub. Aber den Punkt fühle ich. Den Punkt fühle ich. Umgekehrte Straßen. Das war echt so, wo ich dachte, weil unten Stuhl, Möbel. So, du weißt, ich habe es dann irgendwann geschafft, dass ich echt 10 Minuten auf einem Stein liege, kurz einschlafe. Oder auf so einer gekrümmten Palme. Ich bin danach, ich hab mir alle Knochen gebrochen, so hat es wehgetan, aber ich konnte 10 Minuten nicht machen, weil ich die Nacht nicht geschlafen habe. Ja. So war das für mich. Krass. Das war mein Abenteuer. Aber ich sag dir wirklich, nicht gefehlt hat mir mein Handy und Termine. Das war ganz anders. Das war, glaube ich, echt auch, so dumm es klingt, wichtig für Knossis Psyche so.
Ehrlich, der Mann, der macht zu viel, ne? Natürlich hat mir gefehlt Frau und Familie. Braucht man, glaube ich, nicht sagen. Das ist ja wohl das Wichtigste. Die geliebten Menschen um einen, weil man immer dachte, oh Mann, was würden die jetzt sagen, wenn sie das sehen? Stell dir mal vor, jemand ist dabei, du bist dabei oder so, guckst dir das an, wie würden wir das machen? Kannst vergessen, Schatz, wir besen tausende Ameisen drüber, kannst vergessen. Du wärst wirklich, das war krass. Und gibt es irgendwas, das du Positives für dich aus dieser Zeit mitnimmst? Ja, ey. Willenskraft. Ab und zu, ich komme doch, du weißt doch selber, ich komme aus so einem Turboleben. Ja, das, was ich gerade meinte. Ich habe doch einmal in eine Kamera gesagt. Manchmal hat man auch Momente gehabt. Ich sage das auch, glaube ich, irgendwann in die Kamera, dass ich nicht mehr weiß, ob ich das in die Kamera gesagt habe oder ich habe auch nur mit mir selbst gesprochen oder ob ich das nur für mich rede. Ich war manchmal da, stinksauer mit dem Pazifik. Das habe ich aber, glaube ich, nicht gefilmt. Ich war einfach stinksauer. Hau ab jetzt! Warum jetzt so? Warum hat jemand an der Erde gedreht und heute kommt die Flut später? Warum? Ich bin das abends sitze ich an dem Stein. Nein, ich war sauer mit dem Pazifik. Ich habe den gehasst. Das wäre eine gute Szene gewesen, wäre guter Content gewesen. Manchmal nicht, habe ich das wirklich in die Kamera gesagt oder habe ich das nur für mich gesagt? Ich habe permanent mit mir geredet. Ich habe permanent mit Leuten geredet, die auch nicht da waren. Ich hatte Wahnvorstellungen. Das finde ich auch krass. Kurz also Jeremy Fragrance Moment. Man redet eine halbe Stunde. Was war die Frage nochmal? Sorry. Was war ich Positives aus der Woche? Dass man wirklich bei dem Leben, wie ich es habe, bei dem du aufwachst, hast 50 WhatsApp-Nachrichten, hast irgendwie 10 Termine, 3 Calls, dass man ab und zu wirklich so eine Auszeit braucht. Und ich hatte die bestimmt, wie viele Jahre hatte ich das nicht? Nie. Viele, viele Jahre. Gefühlt noch hatte nie. Ich sowas nicht. Ich habe Urlaube gemacht, ganz normal, aber die Urlaube sind trotzdem, musste telefonieren, musste machen. Das war wirklich das erste Mal, dass ich rausgekommen bin aus dem und mich mit ganz anderen Dingen beschäftigt habe. Das war eine ganz neue Erfahrung für mich. Hammer. Ja. Richtig geil. Ja. Hättest du auch haben können in Schweden. Junge Knossi. Für die, die es gerade nicht im Kopf haben, Dave ist in Schweden, also Staffel 1 von Seven Years Wild. Dave, der gute Mann, der hier die Behind the Scenes-Reihe macht, ist an Tag 1 hat er abgebrochen. Geil. Ja. Hättest du auch haben können, Schweden. Mein Handy, heute, ich komme hier an, Wi-Fi geht nicht, alle heulen. Ich denke mir, ey, krass, er bringt mir mein Handy. Ich wollte nur meine Mutter anrufen, die haben dann angerufen mit dem Satellitentelefon. Und mein Handy habe ich einfach immer noch da unten liegen. Ich habe es nicht mal mit zum Bungalow genommen, weil es mir so uninteressant ist. Ich weiß, da warten einige auf Nachrichten. Aber das finde ich schön. Reicht auch noch. Das habe ich echt gedacht. Schön. Das reicht, dann mache ich es halt übermorgen. Das finde ich schön. Voll das ist entspannt. Voll schön. Mich interessiert gerade gar nichts. Ich muss nicht gucken. Voll schön. Weil ich muss jetzt keine Instagram-Stories gucken. Ich muss nicht gucken, was ist in den Twitter-Trends. Ich gucke nicht, was läuft bei YouTube ab. Es ist mir scheißegal. Und das war hier. Das finde ich schön. Und es war wirklich das für das mich, glaube ich, mal ein wichtiges, sehr Gutes mitgenommen. Ein wichtiges Erlebnis. Safe. Würdest du deinen Freunden, deiner Familie, deinen engsten Leuten so eine Erfahrung mal empfehlen? Nein. Doch, würde ich. Das kommt drauf an. Also meiner Freundin würde ich es jetzt nicht empfehlen. Meine Mutter sagt, alles kein Problem. Aber es wäre, natürlich, wir sind eine Camperfamilie, wir waren früher auf dem Campingplatz. Ne? Campingplatz Oberbruch, schön, mit einem Wohnwagen und einem Vorzelt, jedes Wochenende. Das ist anders. Also ja, die sagen immer alle, hast da kein Problem, irgendwas machst du schon. Oder die Frau, die uns geimpft hat, ne? Machst du dir, ganz keine Problem, findest du alles. Ah ja, es ist so nicht. Es ist ganz anders, als man sich's vorgestellt hat. Und ich würde es wirklich nur echt empfehlen. Das ist nicht einfach was man mal schnell macht. Ich würde es Leuten empfehlen, die meinen, sie haben die Kraft. Sie haben die Kraft, das durchzustehen. Ich glaube, was auch viel gesagt wurde, das hat mir Martin oft gesagt, der hat gemeint, oh, Tag 3, Tag 4, kommen solche Dämonen in dir hoch, so Sachen von früher. Das kam bei mir nicht. Digga, das hört sich ja richtig gruselig an, holy shit. Bei mir kam gar nichts Negatives. Nichts. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, bei mir ist alles top. Zu Hause ist alles top. Ich hatte kein negatives Gefühl. Ich wusste, alles läuft. Einzige Sorge war, hat die Frau den Reisepass eingesteckt, wenn sie zum Flughafen fährt? Ja. Das war das Einzige, was ich so gedacht habe. Ansonsten, ich hatte nur positive Vibes und habe halt mit mir selbst gekämpft. Das freut mich so, das freut mich so, wie schön, das war, glaube ich, richtig wichtig für Knossi auch. Trotzdem werde ich der langweiligste Kandidat sein, glaube ich, weil alle... Und das denkt er jetzt, das denkt er. Und er war mit Abstand der unterhaltsamste Kandidat, wo alle am meisten irgendwie mitgefiebert haben. Er war der Liebling. Da draußen haben erwartet, sie erleben jetzt hier Knossi, der eine riesen Show abzieht. Hat er, trotzdem. Es war nicht eine Knossi-Show, es war wirklich... Es war die Jens. Heinz. Ja, ich wollte gerade sagen, es war die Jens-Show, aber das wollten wir. Richard Knossaller. Wirklich. Ich war, wie ich bin,
Ich habe die Sachen gesagt, wie ich bin. Ich habe nichts auf lustig da gemacht. Das werden die Leute ja sehen, sondern ich habe einfach dokumentiert, wie ich das hier mache. Das war's. Bevor du diese Reise angetreten hast, gab es einiges an Hate und eine Menge Leute, die nicht verstehen konnten, warum du Teil dieses Formates bist. Wie war das für dich? Ey, habe ich auch thematisiert in den Videos. Irgendwann habe ich mal die Kamera in die Hand genommen und habe den Leuten gesagt, dieser ganze, man sollte nicht, und das haben wir erlebt, Nova und ich, wir waren die gehatesten, sagt man so, gehatet, Hate? Hater? Gehatesten, gut. Wir waren die verhasstesten Kandidaten. Also vor allem, weil die Leute natürlich dachten, wow, es ist ihre Show, es ist alles, habe ich jetzt gegen das Mikro, Entschuldigung. Es ist alles eine Survivor-Show, das gucken alles Survival-interessierte Leute und dann kommen da Leute aus dem Showbusiness rein. Klar, dann macht man nicht gleich, da denkt man, oh, kacke, aber ich finde echt wichtig. Und das habe ich oft gemerkt. Und das mache ich zum Beispiel nicht. Leute haben ein kurzes Bild, einen kurzen Ausschnitt von dir und schließen sich gleich eine Meinung, ein Bild von dir, was vielleicht gar nicht stimmt, weil sie eine kurze Info gesehen haben, wo du vielleicht gerade irgendwie in einem 30-Sekunden-Clip, wo was ganz anderes abläuft und du dir sofort ein Bild von einem Menschen machst. Das fühle ich. Das stört mich immer. Und das sage ich den Leuten auch immer, auch in meinen Streams. Mach das nicht. Versuch das abzulegen. Geht vorurteillos. Deswegen war bei mir zum Beispiel, ich habe Knossi eine Zeit lang sehr aktiv verfolgt irgendwie und habe ihn auch live schon so ein paar Mal gesehen auf irgendwelchen Events, wie er so mit Leuten, wie er halt in echt so mit Leuten umgeht und so. Und deswegen war von mir von Anfang an klar, dass Knossi das Ding rasieren wird. Dass er da krass dabei sein wird und dass dieser Hate sowieso unberechtigt ist. Egal, selbst wenn da jemand ist, der nichts mit Survival zu tun hat wie Knossi. Es wäre doch langweilig, wenn da 7 Ottos auch gewesen wären, wisst ihr? Da dran, lasst euch einfach überraschen. Und ich hoffe, die Leute haben mich jetzt mal anders kennengelernt. Hey, und ich will noch was sagen. Wirklich, das habe ich auch mehrfach gesagt. Ich war in vielen Fernsehshows. Ich hätte ins Dschungelcamp gehen können. Die bieten mir das jedes Jahr an. Promi Big Brother, sonst was. Nichts habe ich davon gemacht, weil diese Show hier für mich, meiner Meinung nach, da keine Fernsehshow kann da mithalten, die beste Show der Welt ist. Krass. Und deswegen bedeutet es mir so viel, da dabei gewesen zu sein. Es ist die beste Show. Es gibt keine Show mehr, die wirklich real ist, außer diese hier. Bei allem wird irgendwie mitgepfuscht. Das hier ist 1:1, was hier passiert. Die Leute sind auf sich alleine gelassen mit 2 Kameras und ey, dieser Show kann man noch vertrauen. Und es war für mich eine Ehre, in dieser Show zu sein. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zu 7 geschafften Tagen. Holy shit, das war ein richtig schönes Schlusswort. Das war ein richtig schönes Schlusswort irgendwie. Holy, hat mir sehr gut gefallen. Das war schon schön. Ey, haben wir es geschafft mit Sam vs. Wild. Ach man, es war so schön. Ey, gerade auch nochmal die letzten Worte von Knossi habe ich sehr enjoyed und sehr... Die fand ich irgendwie schön, keine Ahnung. Das war echt nochmal mit den Bildern dahinter auch echt sehr, sehr angenehm. Wir werden auf jeden Fall noch ein Unboxing machen zu dem Buch und dem Kalender, den ich mir bestellt habe. Müsste auch irgendwann ankommen. Ich weiß nicht, wann ich die bestellt habe, aber ist auf jeden Fall in Arbeit, würde ich sagen. Und ansonsten, Freunde, sehen wir uns natürlich, falls es eine Staffel 3 geben sollte. Pünktlich mit allen Folgen dann. Und ansonsten haben wir ja auch Arctic Warrior, ich weiß nicht genau, wie es heißt, von Otto, was dieses Jahr noch stattfinden wird, was wir auch begleiten werden, wenn es klappt. Und ansonsten vielen Dank an euch, dass ihr so aktiv am Start wart. Ich freue mich auf alles Weitere. Wir sehen uns und tschüss.